Ja, willkommen zurück in Stratos City. Im letzten Part konnten wir den Arena-Orden erkämpfen und wurden von Belle zu einem Kampf herausgefordert, beziehungsweise hat sie uns diesen angeteasert, wenn wir in Richtung Route 4 gehen. Wir schauen uns hier mal noch schnell die Stadt Stratos City an, also die Pier-Seite haben wir schon, wir müssen noch die einzelnen Gänge machen und danach kämpfen wir gegen Belle. Mal schauen, hier sind ja jede Menge Leute am Start. Könnte man die alle anreden? Nein. Die gehen hier einfach eiskalt aus dem Weg, okay. Was hätten wir hier? Game Freak. Hier ist wohl die Game Freak Zentrale. Sehr interessant, sehr interessant. Schauen wir mal rein, ne? Ja, recht wortlos hier. Es sah so einsam und verlassen aus, da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch hervor. Wenn du willst, kannst du auch gern zuhören. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Das Zorua war Mutterseelen allein. Und so tat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal einen Zorua gesehen? Ich kann dir gern zeigen, was das für ein Pokémon ist. Haben wir natürlich schon mal gesehen, richtig schönes Pokémon. Ein Zorua hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Zorua einfach, weil es eben süß ist. Nanu, warum wirst du denn auf einmal so rot? Stratos City ist dermaßen groß, dass einem glatt schwindelig wird. Ich verlaufe mich hier auch andauernd. Und immer noch wortlos der Junge hier. Ja, wir sind ja bei Game Freak. Wir schauen mal, wo wir denn hier hinkommen können. Wie viele Etagen hat denn dieses Gebäude hier? Wir können nur in den 21. Stock fahren. Der Rest ist für uns tabu. Wahrscheinlich Privatwohnungen der Bewohner Stratos Cities. Der Abfalleimer ist leer, alles klar. Was geht bei euch hier? Was geht bei euch? Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besondere Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit passender Musik zu untermalen. Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ja, total. War schon richtig coole Musik hier. Ich bin ein Relaxo. Quatsch, Scherz beiseite. Ich bin Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei. Das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden? Ist doch klar. Damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an. Können wir den irgendwann herausfordern hier? Das müssen wir uns merken hier. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubser aus Leidenschaft. Schwupp, und wieder ist ein Pixel an dem ihm bevorbestimmten Platz. Juhu. Alles klar, so hier ist auch der Abfall einmal leer. Der ist auch leer. Huch, was tust du? Ich bin doch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb dir doch nicht die Vorfreude, schau es dir lieber an, wenn du das Spiel zuletzt selbst abschließt. Alles klar, und was geht bei dir? Du bist die Chefin hier? Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Okay, kriegt man hier eine Belohnung? Also wir können hier einmal kämpfen, wenn wir stärker sind und vielleicht kriegen wir hier was, wenn wir den Pokédex vollständiger gemacht haben. Aber vorerst können wir hier nichts weiter tun, also schauen wir uns mal das restliche Stratos City an. Hier gibt es ja sicherlich noch das ein oder andere Gebäude. Und ich denke mal, da das hier fast die größte Stadt mit ist, wird es hier sicherlich auch irgendwo ein Einkaufszentrum geben. So, ja, das ist das zweite Haus, in welches wir hier reingehen können. Und das war es dann auch schon der Gasse. Ja, es wirkt auf den ersten Blick wirklich sehr groß. Aber am Ende des Tages ist das halt doch alles machbar, ja. Wir haben hier den Itemradar gar nicht an, aber hier spielt sich auch nichts ab. Gehen wir mal hier rein, in dieses Häuschen. Was hätten wir denn hier? Hallöchen, na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für eins deiner Pokémon? Jo, massier mal den Rainer hier, der hat schon richtig Bock. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. Alles klar, Pokémon massiert. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat zwar jetzt ein wenig Zutrauen zu dir gefasst. Ah ja, die Zutraulichkeit kann man damit steigern. Wenn es deinem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln überträgt sich wiederum auf die Pokémon und macht sie fröhlich. Und er hat einen Pico Chilla als Wanderer, ja? Sonst haben die immer einen Kleinstein. Aber gibt's ja, glaube ich, gar nicht, ja? Von hier aus sieht man den Fernseher wirklich ziemlich schlecht. Nicht, dass ich das großartig beschäftigen müsste, aber ich gucke halt einfach bei der Arbeit gern Fernsehen. Ja, völlig erwischt, ja. 10. Stock, wir können in den 10. Stock fahren. Was haben wir denn hier? Was ist das überhaupt für ein Gebäude? Wir hatten ja kein Schild vorher gesehen. Der Abfalleimer, der sieht einfach mal haargenauso aus wie die Game Freak Zentrale.
Ja, was sagt der Volksmund so schön? Gut erholt, ist halb gewonnen. Ah, wie war. Mit der Attacke Erholung kann man Pokémon schlafen schicken und ihnen so die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Mein Pokémon habe ich das bereits beigebracht, also darfst du jetzt gern ran. Wir halten hier die TM-Erholung. Richtig schöne Geschichte hier. Sehr schön, sehr schön. Es gibt eine Beere, die einen sofort selbst aus dem tiefsten Schlaf reißt. Stattest du ein Pokémon damit aus, kann es sich durch Erholung regenerieren und wacht anschließend sofort wieder auf. Na, wenn das nichts ist, wa? Aber die Beere hast du natürlich nicht, das war klar. Untersuche Objekte, die dir interessant erscheinen. Wer weiß, vielleicht findest du ja mal ein verstecktes Item oder so. Und wirf ruhig öfters mal einen Blick auf die Karte. Vielleicht entdeckst du so ja Orte, die du noch aufsuchen solltest. Vergiss auch nicht, mit den Menschen um dich herum zu sprechen. Vielleicht entstehen auf diese Weise ein paar wunderbare Freundschaften. Natürlich mache ich alles. Der Itemradar ist an, ich spreche alle Papierkörbe an. Hat sich aber bisher noch nicht ausgezahlt. Okay, die Karte oder das Bild können wir auch nicht anreden. Den PC auch nicht, also hier ist echt tote Hose. Gut, wir haben die TM-Erholung bekommen, das ist immerhin etwas. Hat sich ein klein wenig gelohnt, ja, der Beutel ein bisschen voller, ein bisschen schwerer. Wir fahren zurück ins Erdgeschoss. Und da hätten wir die sogenannte Stratos Street, auf der wir uns gerade befinden, abgeschlossen, ne? Weil hier steht, glaube ich, kein weiteres Häuschen, in das wir reingehen können. Nein. Aus dem Weg, ich komme. So, hier. Genau, hier haben wir Schilder. Ja, aber die können wir nicht anreden. Okay, gut. Wir gehen einfach in die nächste Straße. Hier haben wir Trend Street, Stratos Eisdiele, Stratos Atelier. Gehen wir mal rein. Schauen wir mal nach, was hier auf uns wartet. Ein bisschen Eis essen. Das sorgt ja in Paldea dafür, dass wir ein paar Boni bekommen, also hier Fangrate und Begegnungskraft und sowas. Ja, aber hier gar nichts. Ja, hier stehen sie an. Ja, hier kann man das legendäre Stratos-Eis kaufen, aber ich bin der Letzte in der Schlange, der noch eins bekommt. Du musst ein anderes Mal wiederkommen. Alles klar, wir können also hier kein Eis bekommen. Schon mal sehr schade. Schauen wir dafür mal hier rein, was hier für ein Gebäude ist. Schild haben wir jetzt nicht gelesen. Könnte das Atelier sein, ja? Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber auch das ein oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gerne ein Pokémon vom Typ Eis malen. Zeigst du mir zur Inspiration 1? Ja, natürlich, ich habe ein Eis-Pokémon dabei. Kein schlechtes Pokémon, aber nicht das, wonach ich gefragt habe. Ich will ein Pokémon vom Typ Eis malen. Habe ich aber nicht, Meister. Wenn du Artis Gemälde sehen willst, gehst du am besten zur Pokémon Arena. Artis Gemälde, und was bist du? Hier sieht aus wie Mafiosi. Im Moment behandelt unsere Ausstellung Werke, in denen sich die Motive der vielen Legenden einer Region widerspiegeln. Können wir die uns ansehen? Titel, die Zwillingshelden. Okay, geht nicht. Titel, Wunsch und Wirklichkeit. Schwarz zucken die Blitze. Weiß lodern die Flammen. Jawohl, jawohl. Okay, das war schon mit dem Atelier. Mehr geht hier nicht. Schauen wir uns hier weiter um. Atelier und Eisdiele haben wir. Dann war es das auch mit dieser Street. Also beim Eis konnten wir ja mal rein gar nichts machen. Die Trend Street war das. Hier in dem wir waren in den Gebäuden ja hier überall schon drin auf der Pier-Seite. Genau, das war die Kampf-AG. Da waren wir drin, konnte man richtig schön trainieren. War richtig cool. Das ist hier die Slim Street. Was gibt's hier? Stand nicht da. Slim Fit Hosen gibt's hier, ne? Okay, hier sieht es ein bisschen abgelegen aus. Ein paar Mülltonnen. Rotlichtmilieu. Aha, du solltest dein Gesicht sehen, Alter. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir ja leid, aber hier nimm das als Entschuldigung. DTM Blitz. Brauchen wir die hier, weil wir die bekommen? Gibt's hier auch solche dunklen Höhlen? Setzt du die Attacke Blitz ein? Wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacken gemindert? Setzt du sie zweimal ein, so halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erleiden. Daher lautet mein Motto, mehr Licht. Dankeschön, dankeschön. Okay, er erzählt nochmal genau dasselbe. Die Container können wir hier nicht anreden, ne? Nein, hier passiert nichts. Was haben wir hier für eine schicke Hütte? Kaffee, die Melodie der Ruhe. Ja, schauen wir mal rein. Ja, sieht sehr nach Rotlicht aus hier. Nach einem stressigen Arbeitstag kann man hier einfach mal die Seele baumeln lassen. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt. Und das ist die Macht, die die Musik über uns hat. So ist es und nicht anders. Wenn ich so diesen Gitarrenklängen lausche, muss ich daran denken, wie ich in jungen Jahren mein Zuhause verlassen und meine Mutter damit zum Weinen gebracht habe. Ja, dann geht er zurück.
Du bist zum ersten Mal in diesem Café, nicht wahr? Dann habe ich etwas für dich. Eine Limonade gratis for free. Ja, gerne, danke. Wenn du schon mal hier bist. Ja, wir genießen die sehr gemütlich hier wirklich, aber wir haben jetzt keine Zeit. Wir wollen dann gegen Bell kämpfen. Hier haben wir noch einen Tänzer. Allein kann man nur wenig vollbringen. Zu zweit erreicht man schon mehr. Und zu dritt kann gar sehr viel gelingen. Zu meinem Tanz, also fehlt mir noch sehr der ein oder andere Tanzpartner. Ja, hier stehen doch drei in Stratos City rum, ja. Kann man die irgendwie vereinen? Hihi, haha, was macht ihr denn da? Hehe, ja, weiß nicht, die befummeln sich gegenseitig wahrscheinlich. Alles klar, hier ist der dritte Tänzer, was geht denn bei dir? Wir haben schon zwei angesprochen. Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen? Ja, gern. Jeder Kampf ist wie eine Choreografie, also lass uns tanzen. Oh, ist mal nett, ein Kampf zur Abwechslung. Mal schauen, was der Tänzer hier parat hat. Tänzer Paco hat ein Megimak. Okay, der Pflanzenstarter. Wir haben selber unser Pflanzen-Pokémon an Stelle Nummer 1. Aber das ist auf 21. Wir sind auf 22. Kann sich sehen lassen. Wir werden halt mit Pflanze jetzt nicht so ultra geilen Schaden machen. Wie sieht's denn mit Tackle aus? Ja. Oh, Drakenhieb wird jetzt nicht so viel machen. Da ist okay. Ist nicht sehr effektiv. Vielleicht. Wir bleiben einfach bei Tackle, ja. Wir bleiben bei Tackle. Yeah, mit Volltreffer reicht dreimal Tackle. Und die Kratzkuh hier könnte auch nervig sein. Die trifft schon dreimal, die trifft viermal und die trifft nur viermal, alles klar. So, jetzt tackeln wir dich in den Tod und dann hätten wir das geklärt. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte das Ding hier gibt. 378, sehr schön. Meine Tanzbewegungen hat wohl der Lärm gefehlt, was? Ja, total. Alles klar, erstmal tanzen. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mit Tanzpartnern noch besser wäre? Hör mal, finde bitte zwei Partner für mich. Zusammen mit ihnen könnte ich dann das Tanztrio bilden. Jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Tänzer sein. Ja, natürlich haben wir schon alle gesehen von seinem Schlag. Dann holen wir die doch gleich mal ran hier auf den Meter. Hier stand einer. Komm mal mit, Meister. Worum geht's denn? Was, eine Tanzgruppe? Oh, ich bin voll dabei. Komm, nimm mich mit. Wie wär's also mit... Ah, sie wollen auch kämpfen. Alles klar, wir müssen erst gegen die kämpfen. Nette Nebenstory hier auf jeden Fall. Der Tänzer Edmondo. Die haben natürlich auch hier. Der eine Vegi mag, der andere Soda mag und der andere Feuer mag oder wie das Ding heißt. Das Wasserding ist natürlich gar kein Problem für uns. Hier Grasmixer, dann sollte sich das schon geklärt haben. Müssten wir am Ende eigentlich mit Level 23 dastehen. Wenn wir das Feuerding auch besiegen. Ja gut, das reicht hier schon, ne? Level 23, jawohl, das reicht. Edmondo, komm mit mir mit. Vertraue mir. Ich bringe dich zur Tanzgruppe. Du suchst Leute für eine Tanzgruppe? Ja, das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Okay, der ist wohl schon allein dorthin gegangen. Oder der ist in meinem Rucksack. Eins von beiden, ne? So, auf welcher Straße sind wir denn jetzt hier? Das ist hier die United Pier, haben wir jetzt erkundet. Dann ist ja nur noch die eine Gasse. Okay, ja, und der Tänzer war, glaube ich, hier. Der... Nein! Nein, vielleicht unterhalb vom United Pier gewesen. Ne? Das könnte er sein. Schade, ja. Einmal umsonst gelaufen. Dann bleibt nur noch die Gasse mit der Arena. Und dann hätten wir Stratos schon fast so gut wie erkundet. Und dann können wir zu Bell gehen, zum Kampf. Und auf Route 4. Da wird es wieder richtig spannend. Also bleibt unbedingt dran. Hier haben wir noch den dritten Tänzer. Hey, was gibt's noch in der Tanzgruppe? Stell mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Jawohl, ich bin bereit. Er hat das Feuerteil am Start. Wir werden eigentlich gleich unser Wasserding davon packen können. Der Raymond ist das hier. Grillmark, so heißt das. Ein Grillmark auf 21. Ja, alle auf 21. Die passen schon irgendwie zusammen, die Tänzer, ja? Muss man einfach so sagen. Ja, wir werden jetzt aber nicht so geilen Schaden machen. Also gehen wir lieber. Ja, Buddelking wäre auch eine Möglichkeit. Aber Soda Stream, auch wenn er jetzt nicht für immer im Team bleibt, würde ich den doch fürs Erste hier ein bisschen mit hochziehen, damit er einsatzbereit bleibt. Damit wir ihn einsetzen können, wenn seine Zeit gekommen ist, wie hier und jetzt gegen einen Grillmark. Wir können die Aqua-Knarre drücken. Wird guten Schaden machen, aber nicht reichen. Sieht schlecht aus, ne? Das sieht schlecht aus. Wir sind 4 Level drunter. Solange wenn ich den Birn bekomme, ist ja schon mal alles gut hier. Könnte dreimal reichen. Ja, jetzt ist das zweite Mal.
Mit dem dritten Mal könnten wir es gerade so schaffen. Das Einäschern überleben wir nochmal. Ja, das überleben wir hier nochmal. Sehr schön. Und die nächste Aquaknarre zündet dir das Licht aus den Augen. Jawohl. Und das könnte auch hier... Na gut, wir müssen die EP teilen. Na, ja, sonst hätte es vielleicht gereicht, ne? Ärgerlich, sehr ärgerlich. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Worum ging es noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Ja, dann schauen wir doch dann gleich mal später nach, ob sie denn auch hier zusammen rumdancen, ne? Aber jetzt geht's erstmal noch auf die letzte Straße. Da waren wir ja schon in der Arena, also da brauchen wir nicht nochmal reinschauen. Und dann bleibt ja nur noch das Gebäude eigentlich. Aber hier sind Leute, die stehen ja hier still, ne? In meinem Beutel sind 6 Pokebälle. Viel lieber wäre mir natürlich Super- oder Hyperbälle. Um diese im Pokémon-Supermarkt kaufen zu können, musst du jedoch zunächst einige Ordner ringen. Alles klar. Bevor du dich der Herausforderung der Arena stellst, solltest du prüfen, ob du genug Tränke bei dir hast. Ja, ich habe schon gewonnen, ne? Und habe keinen Trank gebraucht. Die Arenaleiter prüfen die Bande. Sprich, die persönliche Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Pokémon. Alles klar, ja? Hier ist es mal nicht so schnelllebig auf der Straße. Ist auch mal angenehm. Nicht jeder ist zum Pokémon-Trainer geboren, aber seine Pokémon zu lieben und mit ihnen zu spielen, das ist jedem möglich. Da hast du vollkommen recht, ja? Bedingungslose Liebe, ja? Na komm, ich wollte nochmal. Ich hab's zu schnell weggedrückt gehabt. Mein Pokémon ist so süß. Wenn ich total erschöpft nach Hause komme, wundert jetzt mich immer auf. So, und jetzt schauen wir hier nochmal rein, ob das hier ein als Team Galaktik-Gebäude gekennzeichnet ist oder ob wir noch was machen können. Schauen wir mal. Ist ja hier vollkommen leer. Wir können in den ersten Stock können wir nur fahren, okay. Ah, hier sieht es, das sieht alles gleich aus hier, ne? War also für die Entwickler kein großes Ding, hier Strato City zu entwerfen. Sieht einfach mal haargenau gleich aus. Jedes Büro hier gleich aufgebaut. So, aber hier können wir rein gar nichts machen. Hier ist absolut tote Hose. Bietet sich absolut nichts ab. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Bleibt nur dieser Hauptplatz von Strato City. Können wir die Tanzgruppe nochmal bewundern und dann Route 4 und Belle, die ihr Spezialtraining absolviert hat, hat sie beim letzten Mal groß rumgetönt. Da schauen wir doch mal nach, wie stark sie denn jetzt wirklich ist. So, hier haben wir als erstes mal einen Abfalleimer und die Tänzer sind zu dritt, sie sind vereint, sehr schön. Meinem Tanz hat die ganze Zeit noch Verstärkung gefehlt, wie fast bin ich froh. Ja, vielen Dank, eine super Tanzgruppe ist dank dir entstanden, ja, und so drücke ich meine Freude aus. Das Münzamulett haben wir dafür bekommen. Das ist ja mal richtig nice. Bewegt eure Tanzbeine und macht die umstehenden Leute glücklich. Die Freude wird sich ausbreiten, bis die ganze Welt von ihr erfasst wird. Das Münzamulett einfach mal hier bekommen, ne? Richtig nice, das geben wir auch irgendeinem Pokémon hier. Komm, du hast noch kein Item, Buddelking. Du sorgst für Cash in the Tash hier. So, und dann geht's hier weiter. Der Opa ist hier noch. Eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon. Beides ist unglaublich schön. Darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Trend Street. Da war ich schon. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Getränkeautomat hatten wir hier. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Nein, Tafelwasser bekommen wir in jeder Arena. Brauchen wir jetzt nicht. In dieser Richtung Route 4. Ja, genau. Ja, viel mehr ist hier jetzt nicht zu machen. Kommen wir jetzt schon auf Route 4 oder kommt noch Stratos? Noch mehr Stratos? Ja, wahrscheinlich der Ausgangsweg hier. Auch hier will wieder keiner mit uns reden. Ja, sie gehen dir direkt aus dem Weg. Ja, was für scheue Menschen doch. Aber hier sind nochmal drei Eingänge, in die wir reingehen können. Schauen wir nochmal rein. Und hier sind jede Menge Leute. Ich habe mich ruhig richtig gut mit meinen paar Leuten da oben unterhalten. Was hast ein Spaß beim Rentner-Bingo. Ich wurde ja eigentlich zu der Party da oben eingeladen, doch anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann da vor dem Fahrstuhl nur streng rein. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht. Woher kommst du? Wow, aus Avenizia. Was ein toller Ort. Möchtest du nach oben, ja? Ich bin mal so frei und mustere dich ein wenig, ja. Sieht nicht so aus, als ob du gefährliche Gegenstände bei dir trägst. Also gut, du kannst passieren. Also komm, trau dich. Du kommst auch mit da oben, ja? 46. Stock, ja, zur Bingo-Party gehen wir jetzt. Ja, sieht so aus hier. Hier ist noch so ein Tänzer. Willst du der vierte der Boy-Group werden? Hey Trainer, check out my moves. Have you gone to the next city yet? Yeah, I learned this move at the musical over there.
Pretty cool, isn't it? Yes. Herzlich willkommen auf meiner Party. Misch dich doch ruhig unter die Leute. Die haben sicher viel Interessantes zu erzählen. Alter, hat er hier alles Ausländer eingeladen? Je viens de Mocha. Ja, Französisch, keine Ahnung hier. Alter. Da wird hier alles abverlangt. Verrätst du mir was? Hast du schon mal ein Stratos-Eis gegessen? Nein, ich habe keins bekommen. Ich habe kürzlich eins ergattern können. Normalerweise ist es aber nur ganz schwer zu bekommen, habe ich gemerkt. Hast du das Kleid gesehen, das Camilla, das Supermodel, getragen hat? An ihr sieht das einfach unglaublich gut aus, einfach atemberaubend. Alles klar, geht der Dialog von vorne los. Okay. Die Frauen unterhalten sich über Kleider. Mein Freund, Coupon sind wir noch ganz schwer aus den Federn. Normale, weg mit roten Häfen noch nicht, das ist wirklich schlimm. Daher benutze ich neuerdings den Weckruf meines Pokémon, um ihn wach zu kriegen. Hey, den Ranger haben wir doch im ewigen Wald getroffen, der von einem Weckruf geweckt wird, ja? Coole Sache hier. Coole Sache, ja? Sieh dir das an, dein Pokémon-Team ist ja wirklich herzallerliebst. So ein süßes Team sollte eigentlich immer hier im Gepäck haben. Die TM-Anziehung, ah, danke schön. Damit wird dein Pokémon liebenswerter als erlaubt. Kein Pokémon des anderen Geschlechts könnte noch der Anziehung deines Pokémon widerstehen. Ciao, T-Stay, Alter, lasst es. Anstelle deines Weckers lasse ich mich neuerdings von einem Pokémon und seinen Gesang wecken. Aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht aufzustehen, wie kann das sein? Am Morgen nach so einer Party ist es ganz und gar nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Alles klar. Noch mehr. Wo kommen die denn alle her? Was sollen das alles für Sprachen sein? Keine Ahnung. Also ein was war Französisch und dann habe ich keine Ahnung. Also gehen wir wieder raus. Warten noch zwei weitere Eingänge auf uns. Schauen wir auch nochmal rein. Vielleicht lohnt es sich auch da vorbeizuschauen. Also bisher haben wir ja an Stratos einiges bekommen. Das Münzamulett, die Erholung, die Anziehung. Wobei wir jetzt die Anziehung nicht wirklich brauchen. Erholung eigentlich auch nicht. Aber okay, hey, da hat ein Pikachu hier. Ich bin die Wahrsagerin und auf zwischenmenschliche Beziehungen spezialisiert. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Leute, die das CGI benutzen, um herauszufinden, wie sie miteinander harmonieren. Schöne Sache, ja. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ah ja, hier kann man bestimmt die Spitznamen umändern bei ihm, ja. Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wider. Oh, hier haben wir ein schönes Pikachu. Toll, dass man beim Harmonietest diese Herzkonfekte bekommt, nicht wahr? Wo können wir denn hier hinfahren? In den 10. Stock. Ja, schauen wir mal rein. Auch dieser Raum sieht haargenau gleich aus wie alle anderen auch. Der Abfalleimer ist leer. Hier ist nichts zu Hause. Oh, hier ist jemand da. Abfalleimer leer. Ich habe im Geheimen ein ganz geheimes Gerät hergestellt. Allerdings gewähre ich nur denen mit dem streng geheimen Geheimpasswort die Benutzung. Woher soll ich denn das kennen, Alter? Keine Ahnung. Nein, woher soll ich denn das Passwort kennen, ne? Wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Man nennt mich den Schlüsselmeister. Warum? Weil ich alles öffnen kann. So einen mysteriösen Clown wie mich hast du bestimmt noch nie gesehen. Nun, Merlin, unsere Wege werden sich sicher wieder einmal kreuzen. Na, Schlüsselmeister, verrat mir doch das Passwort. Ja, keine Ahnung, was er hier will. Ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Wir können hier ohnehin nochmal nach Stratos City zurückkehren. In der Game Freak Zentrale wartet noch einer auf uns, der kämpfen möchte, wenn wir stärker sind. Und dann können wir auch noch unseren Pokédex vorzeigen, wenn wir mehr Einträge erhascht haben. So, waren wir jetzt in allen Eingängen? Nein, hier drüben waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Und hier stehen auch ein paar NPCs einfach nur rum. Alter, sind hier immer viele Leute drin, ne? Über welche Fähigkeiten verfügen deine Pokémon denn? Ja, weiß ich nicht. Wie wäre es mit einem Dienstleister, der Pokémon für einen trainiert? Das ist doch die Idee überhaupt. Was? So etwas gibt es schon. Auf Route 3 gibt es eine Pension, die genau diesen Service anbietet. Ja, gibt es. Ich brüte seit längerer Zeit über eine ganz neue Geschäftsidee. Ist gar nicht so einfach. Ich bin ein großer Pokémon-Fan. Man kennt mich in ganz Stratos City. Hui, sieh an. Du bist ja im Besitz eines Pokédex. Wie viele Pokémon hast du denn darin verzeichnet?
Wow, 33. Dein Pokédex kann sich sehen lassen. Ich bin sogar ein wenig beeindruckt. Dafür bekommst du etwas von mir. Den Evoliten. Ja, auch schön. So, ein Evolit ist schon toll. Er erhebt nämlich sowohl die Verteidigung als auch Spezialverteidigung. Allerdings entfaltet sich die Wirkung nur bei solchen Pokémon, die sich noch nicht entwickeln können. Ganz schön eigens für einen Stein, was? Das ist natürlich cool. Den können wir auch vergeben. Den Evoliten, ja, wir haben hier. Der Rainer, gut, der hat schon ein Item. Bulking hat schon ein Item. Aber SodaStream, ja. Zum Beispiel Brieftaube wäre auch eine Möglichkeit, das Ding erstmal richtig strong zu machen, ja. Bis es sich zu Fuzzers Knob entwickelt, oder wie es heißt. Ja, was geht bei dir? Ja, super klasse. Artis Bilder sind einfach fantastisch, ja. Habe ich mit dir schon? Das Nagelotz verfügt über die Fähigkeit Adlerauge. Selbst mit Attacken wie Rauchwolke oder Sandwirbel lässt sich seine Genauigkeit nicht senken. Schöne Sache, ja. So, wo kommen wir hier hin? 46. Stock, also ziemlich große Häuser auf jeden Fall. Das ist mal ein bisschen anders eingerichtet hier, das Räumchen. Wenn ich hier oben auf die Stadt unter uns hinabschaue, beginne ich förmlich zu zittern. Naja, ist bei meiner Höhenangst auch vermutlich kein Wunder. Ja, man kann in der einen Region eine ganze Reihe von Orden erlangen. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge darüber erzählen? Was denn? Über jeden Orden erzählt er dir ja was, Alter. Ah, wie viel Zeit haben wir denn hier noch? Ja, wir sind schon bei 26 Minuten und dann haben wir nicht so viel Zeit hier. Mit dem Käferorden, okay. Ach, da seht ihr ja so das Geschwafel, die Pokémon gehorchen dir bis zu dem und dem Level. Das interessiert mich doch jetzt überhaupt nicht, Meister. Das wissen wir doch schon von selbst. Also gut, wir fahren wieder nach unten. Und wollen dann natürlich noch auf Route 4 und zu Bell. Das machen wir definitiv noch, damit wir hier einen krönenden Abschluss haben. Sie hätte das Spezialtraining mit Lilia, glaube ich, absolviert. Als ich von Berufswegen in Rayono City war, habe ich mir ein Musical angesehen. Hast du schon mal davon gehört? Ich meine, vom Pokémon Musical. Da tanzen Pokémon mit ganz ausgefallener Verkleidung im Takt der Musik. Nein, habe ich noch nicht von gehört. Die Trainer auf Route 4 werden selbst bei Straßenbauarbeiten nicht müde, jedem ihr Talent im Umgang mit Pokémon zu zeigen. Straßenbauarbeiten erwarten uns hier. Okay, schauen wir mal, ja. Jenseits von Route 4 liegt Rayono City. Oh, da ist sie, Bell. Die Bell, er wartet uns bereit. Hey, Mel! Alter Falter, völlig verschluckt hier. Du erinnerst dich doch noch an unser Versprechen über den Visocaster, oder? Dann wollten wir mal fix einen Pokémon-Kampf austragen. Doch vorher noch schnell eine Sache. Was macht sie denn jetzt? Wenn wir in der Nähe der Tore unsere Kämpfe bestreiten, müssen wir unbedingt aufpassen, die Leuchtschriftanzeige der Tafel nicht zu beschädigen. Ich bin nämlich auch nicht mehr so harmlos wie noch zu Beginn. Man darf mich keinesfalls unterschätzen. Also dann, lass uns mal wieder ein Kämpfchen wagen. Alles klar. Sie hat immer Angst, irgendwas kaputt zu machen, seitdem das im Kinderzimmer passiert ist hier, ja? Alles klar, sie ist stärker geworden. Na dann, lass mal sehen. 4 Pokémon, ja, schon mal eine Ansage. Terry Bark schickt sie in den Kampf, ja? Der weiterentwickelte Hund. Level 18, na? Ob das jetzt so der Banger ist, aber mit Bedroher immerhin, ja? Ein Bedroher-Pokémon ist immer gut. Wir Gras mixen jetzt erstmal. Mal schauen, was wir hier an Schaden austeilen können. Ja, ist okay. Bodycheck. Hat auch noch Rückstoßschaden. Jawohl, also den Hund bekommen wir definitiv schon mal weg. Der ist überhaupt kein Problem. Schauen wir mal, was sie da noch hat. Sie hatte, glaube ich, Otaru gewählt als Starter-Pokémon. Also gegen den haben wir ja deutlich einen Typenvorteil. Somniarm. Ja, der wäre jetzt unlichtgeil. Haben wir aber nicht. Dann gehen wir hier einfach mal auf die Brieftaube. Die ist Level 25. Für die sollte ja nun gar nichts ein Problem sein. Trägt jetzt auch noch den Evoliten. Ja, Verteidigung, Spezialverteidigung sind erhöht. Auch das ist auf Level 18. Ah, gut, das konnte sie natürlich nicht trainieren, ja. Das wurde ja zwischenzeitlich von Team Plasma gestohlen. Genau. Alles klar, wir bekommen das Ding noch down, Somniarm. Ja, gut, ich glaube, das hatte defensiv ein bisschen was auf dem Kasten. Das überlebt im Ernst noch mit einem KP, ne?
Jetzt sind wir auch noch eingeschlafen, ne? Holla, die Waldfee, ne? Ihr sichert auf einen Supertrank. Ja, wunderbar. Fast wieder full life, aber eben nur fast. Wir schlafen noch schön. Greifen wir gleich nochmal an. Wir sind aufgewacht, Windschnitt. Jetzt. Vielleicht ein Volltreffer. Hohe Volltrefferquote. Das ist er. Das ist er. Den haben wir gebraucht. Nice. Und? Ach, reicht nicht für Level 26. Zwotronin. Das ist er. Das ist er, der Dude hier. Da kommt der Rainer ins Spiel. Gegen das Wasser-Pokémon. Ja, am Ende hat sie einen Admiral. Das ist ein sehr schönes Pokémon. Ja, sieht richtig cool aus. So, jetzt hier erstmal Zwotronin Gras mixen wir. Ja, und das ist auf Level 20. Immerhin, kleiner Anstieg. Und es überlebt sogar. Ja, aber sie geht auf Nassmacher. Ernsthaft jetzt, ja. Die Stärke des Feuers wurde geschwächt, weil der Rainer natürlich auch ein Feuer-Pokémon ist. Das ist ganz klar, ja. Da beißt die Maus hier natürlich keinen Faden ab. So, ja, das wird wieder nicht reichen. Aber beim nächsten Mal definitiv. Genauigkeit wird gesenkt, das ist jetzt egal. Aber es wehrt die Attacke ab. Junge, Energiefokus will einen Volltreffer landen. Sehen wir jetzt das Spezialtraining? Nee, wir tackeln jetzt. Tackle und dann ciao. Jawohl, Zwotronin haben wir besiegt. 700, das gibt immerhin richtig gut, ja. Level 24. Nice Geschichte. Spezialangriff auf 40. Megasauger wollen wir erlernen, ja. Schönes Ding hier. Die Hälfte des Schadens absorbiert. 40er Stärke. Egelsamen, ja. Wobei, weiß nicht, ob Egelsamen jetzt jede Runde ein bisschen oder halt der Megasauger. Ah, wobei tendenziell der Megasauger halt mehr Schaden macht. Wir hätten aber hier eine 65er Spezialattacke schon. Egelsamen jede Runde ein bisschen. Ja, Wachstum könnten wir auch noch gebrauchen. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Megasauger jetzt wirklich brauchen. Da kommt ja bestimmt auch noch ein Gigasauger hinterher. Irgendwann. Nein, wir wollen das jetzt erstmal nicht. Bekannte Attacken bitte behalten. So, Megasauger nicht erlernen. Ja, ich denke, brauchen wir jetzt erstmal nicht die Attacke. Ein Grillmark hat sie noch. Ja gut, dann nehmen wir unser. Wir hätten mal vielleicht heilen gehen können, ja. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal gekämpft gehabt. Gut, das habe ich jetzt verpasst. Aber ich denke mal, gegen Bell ist das überhaupt kein Beinbruch hier, ja. Das ist auf Level 18, also. Ich denke, das bekommen wir hier schon noch gebacken. Es greift mit Schlecker an. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. Die Paralyse bekommen wir auch nicht. Und ja, aber der Schaden ist echt nicht geil, den wir hier machen, ne. Der ist verdammt wenig. Und Alter, die Kratzfurie hier nur zweimal getroffen, zum Glück. Gelbe Bereich, roter Bereich schon. Haben wir Ruckzuckhieb oder sowas hier drauf? Nein, scheiße, Digga. Ja, wir sind langsamer. Das ist ärgerlich. Ich würde ihm halt aber auch wirklich die Erfahrungspunkte gönnen. Ja gut, ich wollte eigentlich in das Boden-Pokémon reinwechseln. Aber jetzt in die Taube, ja. Gut, geh. Okay, wir hätten es killen können, aber ja gut, das weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, wie Bell kämpft, jetzt wissen wir es. Grillmark down, vielleicht zwei Level-Ups jetzt. Einmal die Brieftaube, nicht. Sodastream hat es aber auf 18 geschafft. Init 30. Ja, Angriff 30, Spezialangriff 24. Ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben sie besiegt. Das ist ja schon mal was. Noch ein paar abschließende Worte, Bell. Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Sharon oder Lilia erreichen. Aber seit ich meine Reise in Avernizia angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet und konnte mir jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon haben mir schon ganz viele neue Erfahrungen beschert. Als mir mein Pokémon weggenommen wurde, war das furchtbar schlimm für mich. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angetreten zu haben. Mit meinem Pokémon zusammen zu sein, ist für mich einfach unheimlich wichtig. Nun ja, wir werden uns bestimmt bald wieder über den Weg laufen. Mach's mal gut. Alles klar, ciao denn. Und ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ich gehe nochmal heilen, dann können wir entspannt auf Route 4 gehen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.